Hokulöffel. Dieser Löffel ist die ideale Lösung, um in nur wenigen Sekunden professionelle Details auf euren Tellern zu erzeugen. Mit dem modernen und einfachen Gerät mit einer großen Anzahl an austauschbaren Objekten könnt ihr alle möglichen Gewürze zu eurem Essen hinzufügen und es so visuell ansprechender gestalten. Es ist ganz einfach. Sucht euch einfach das passende Objekt aus, das ihr für den Löffel braucht, nehmt euch ein paar Gewürze und schon könnt ihr loslegen. Das kleine unkomplizierte Gadget wird euch bestimmt gefallen und in eurer Küche unentbehrlich werden. Der Löffel kann für $30 gekauft werden. Pasta-Maschine. Tagliolini, Fettuccini, Lasagne. Jede Pasta für die exquisiten Geschmäcker. Mit diesem einen Gerät erhält man jede Menge unglaubliche Pastasorten. Das Gerät besteht aus einem hochwertigen Edelstahl mit einem praktischen Kontrollmechanismus und einer stabilen Anti-Rutsch-Basis mit Gummibeinen. Das Gerät ist 35 cm lang, 19 cm breit und 15 cm hoch. Das Gewicht der Maschine ist 3 kg. Momentan ist die Pasta-Maschine für $125 erhältlich. Mangoschneider. Dieser Mangoschneider ist ein Küchenutensil, um den Kern der Frucht zu entfernen. Die Konstruktion ist ziemlich simpel. Die beiden Griffe sind an einem äußeren Ring befestigt und machen die Verwendung des Gerätes ziemlich komfortabel. Der innere Teil des Ringes ist durch ein spezielles Messer, das genutzt wird, um den Mangokern rauszuschneiden, in zwei Teile geteilt. Um das Gerät zu verwenden, muss man den inneren Ring einfach in der Mitte der Frucht platzieren und runterdrücken. Die Frucht wird in zwei Hälften geschnitten und der Kern wird durch das innere Messer entfernt. Der Preis für das Küchenutensil ist $14. Das praktische Gerät kann für $18 gekauft werden. Teigrädchen.
dieses Instrument, um Backprodukte herzustellen, wird genutzt, um Teig zu schneiden und zu formen. Das Gerät hat einen Griff und unterschiedliche Messer. Es kann ganz einfach im Geschirrspüler gesäubert werden. Um es zu verwenden, muss man einfach nur den richtigen Aufsatz auswählen, ihn mit dem Griff des Gerätes verbinden und den Teig so schneiden, wie man will. Der Preis für den Küchenhelfer ist 15 Dollar. Butterboss. Ein weiteres interessantes Küchengerät auf dem Markt, das euch die Zubereitung von Sandwich erleichtern soll und euch hilft, die Butter zu schmieren, ist der Butterboss. Die Konstruktion des Gerätes ist wirklich einfach. Es ist eine Plastiktube in rechteckiger Form, ein transparenter Deckel auf der einen Seite und ein rotierender Button auf der anderen. Dreht man den Knopf auf der einen Seite, dann kommt Butter heraus. Dreht man ihn auf die andere Seite, dann geht die Butter wieder zurück. Die Butter wird, wenn sie weich ist, einfach in den Butterboss gegeben. Nachdem das Gerät gefüllt wurde, muss es für einige Minuten im Kühlfach und anschließend im Kühlschrank verstaut werden, sodass die Butter hart wird und nicht ihre Form verliert. Die originelle Erfindung ist für 18 Dollar zu haben. Rolling Pin. Dieses Gerät ist perfekt geeignet, um ideale Kreise in jeder Art Teig zu schneiden. Es ist ausgezeichnet geeignet, um gefüllte Nudeln wie Ravioli zu machen und kann aber auch für die Herstellung von Süßigkeiten, Gebäck und Cookies mit Füllung genutzt werden. Das Gerät besteht aus widerstandsfähigem Plastik und kann problemlos im Geschirrspüler gereinigt werden. Trotz der Einfachheit hat das Gerät eine 3-jährige Garantie. Der Preis für das Küchengerät ist 8 Dollar. Spaghetti-Maß. Dieses Silikonmaßband mit Markierungen für unterschiedliche Portionsgrößen hilft euch immer dieselbe Menge Spaghetti zu kochen. Um den Pastamesser zu nutzen, müsst ihr die Pasta nur durch das Loch stecken und Saft zudrücken. Das Maßband besteht aus hochwertigem Silikon und kann problemlos im Geschirrspüler gewaschen werden. Der Preis für das Küchenhilfsmittel ist nur 1 Dollar.